Hallöchen, die Lieben. Und das wird schon wieder scharf geschossen. Nee, du Viech. Falsch. So. ja. Wir sind hier beim den leuchtenden Meer. Ja, es geht schon wieder um. Die Edda macht schon wieder alles kaputt. Sehr gut. Denn wir sollen uns hier ja mit der... Da oben? Ray, der Psycho. Aha. Da ist eine Waffe runtergefallen. Wir sollen sie ja mit unseren Brüdern und Schwestern treffen aus der Bruderschaft. Und ja, es ist hier, ihr merkt es schon, leicht radioaktiv. Nur leicht. Für unsere Powerrüstung kein Hindernis oder so. Ja, also wir gehen hier mal ruf. So, irgendwo da sollten sie sein. Und auf uns warten tun. Uiuiui. Ah, da sind sie schon. Dab, dab, dab. Hallöchen. Wegpunkt. Echo. Gelehrte Halen. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Gleichfalls. Du hast ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Ja, ne? Wir machen uns echt gut. Polizei Cambridge. Sarkastisch. Danke, Halen. Über die Mission sprechen. Danke, Halen. Danke, Halen. Ich hoffe, der Laden läuft noch. Wir tun unser Bestes. Die Sims haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Sehr gut. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Wilde Ghule, nicht unterschätzen, sie sind in guten Händen. Du bist übermütig, boah, wie gemein. Und die wilden Ghule? Was ist mit diesen wilden Ghulen? Sind die noch ein Problem? Mit dem Vertibird, der uns zur Verfügung steht? Nein, gar nicht. Wie dem auch sei, ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Okay, Notrufsender bekommen. Alles klärchen. Notrufsender, hoffentlich funktioniert das. Klingt nicht schwierig, wenn ich überlebe. klingt nicht schwierig. Das hört sich jetzt nicht so schwierig an. Ach nein, ganz und gar nicht. Du begibst dich ja nur wieder in den lebensfeindlichsten Ort im ganzen Commonwealth. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst. Aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Oh, einmal zocki gut durch, ne? Das ist ja. Ich wette, ich schmecke besser als jedes Grillhähnchen. Ja, ja, dann macht's mal. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Ja. Ich warte auf den Signal. Willkommen im Blablabla. Du im Steuerung. Ausschalten. Tatsächlich. Na. Jo, wärmer. So, das heißt da lang. Sehe ich das so richtig? Ja. Ja, was nehmen wir denn? Den hier oder den da? So querfällt ein oder so? Es ist eigentlich beides recht gleich lang, ne? Ich denke... Nehmen wir das hier. Vielleicht haben wir Glück, wir kommen da irgendwie gut hin. Jo. Das leuchtende Meer. Haben wir den Skillpunkt vergeben? Ich habe keine Ahnung. Nein, haben wir nicht. Komm her, du Skillpunkt. Was nehmen wir denn eigentlich? Den da Schloss knacken wäre nicht so schlecht, ne? Deine Haarklammern brechen beim Schlossknacken nicht mehr und du kannst alle Schlösser einfacher knacken. Boah, ich weiß nicht. Wir haben jetzt so viel von dem Klumpert, glaube ich. Muss ich kurz nachschauen. Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden. Ja, ja, okay. Apotheker, kämpfst die du konsumierst wegen 50% länger. Abgefahren. Partygirl, du weißt, wie man Party macht. Du wirst niemals alkoholabhängig. ja, ich habe keine... Was? Adamantium-Skelett. Metall verbessert, wodurch sich beim Körperteil Schaden 30% verringert. Ach so?
Theoretisch, du reflektierst wie ein Spiegel. Ruhige Hand, ja. Ruhige Hand wäre, ich sag, nicht so schlecht. Kannst du dir einen kritischen Driver aufsparen, um ihn in Zeiten der Not im VATS einzusetzen? Pff. Ruhige Hand wäre gar nicht schlecht, oder? Scharfschütze. Aha. Na, Kannibale muss nicht sein. Robotik-Experte, schau mal. Gehackt hast, kannst du ihn zu einem Angriff aufstacheln. Aha. Roboter hacken. Naja, die Tragekapazität erfordert Stärke 6. Aha. Wie viel Stärke haben wir? 2, 4, 5. Zahlt jetzt auch nicht mehr aus, ne? Jetzt sind wir eh eigentlich schon Richtung Ende. Big Sale, Meisterhändler. Dann nehmen wir hier. Jo. So. Pschung. Für die Siedler. So, wo sind wir? Edda, du schaust furchteinflößend aus, wie immer. Das war ein Kompliment. Ach, schau, da ist wieder die Todeskralle. Von letztes Mal. Na, gehst du ein? Jo, geht ja. Wow, da haben wir ganz schön zugesetzt, die arme Todeskralle. So. Ach, lade da mal nach. Ja, so. Gut, dann marschieren wir einfach, oder? Da-da-dam, bam, ba-da-dam. Da-da-dam, dam-dü-lü. Ra-ra-ram, da-ra-ra-ram, da-da-ra-ram. Irgendwo da drüben sollte das sein, ne? Laufe ich auch richtig? Wow! Ich laufe richtig, tun. Cool. Cool. Ra-ra-ram, dam-da-ra-ram. Da. Laut! Du, die Leute hören dich ja! Entschuldigung. Ja. Ja, ja. So. Meine Güte, da können wir weit hatschen. Naja, was sollen wir machen? Es wäre echt schön gewesen, wenn wir da mit dem Hubschrauber hinfliegen hätten können. Aber die trauen sich ja auch nicht her, ne? Ja, ja. Da da ram dam düdel di. Da da ram dam da da. Düdel 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 da da. Da da da. Ah, da vorne, das Gebäude hier. Aha. Okay. Da ist was gelandet. Was willst denn du? Die fliegende Untertasse oder so ist da gelandet. Oh, sicher. Na nü. Au. Aha. Loco. Ach, Mann, oh. Dachte ich denn, diesen Skorpion? Schat, den haben wir erwischt. Lol. Ja, den auch. Buh. Noch jemand? Noch einer? Da hinten. Super. Ein Skorpionchen. Zwei sogar. Und in den Bobschi schießen. Jawohl. Drei. Ja, bist du narrisch. Jawohl. Da ist noch so ein... Hä? Fertig? Wow. Jo, das nehmen wir gerne mit. Hey, lass mich looten, bevor du verschwindest. So. Ja, das nehmen wir auch mit. Wo ist denn das Insekt? Futsch. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Jo, kann man eigentlich so sagen, meine Gute. Ja.
Die Insekten hier verrecken recht schnell. Moment, bin ich überladen? Na, echt nah. Schaut nur so aus. Wächterplatz. Oje. Das hört sich irgendwie ganz nach Kinder des Atoms an und so. Bin ich eigentlich... Sind wir voll, Edda? Hey, was kann ich für dich tun? Schauen, ob du noch handeln Lisa, kannst. Werfen Sie einen Blick darauf. Ja, das kann sie. Da haben wir noch genügend Platz. Zocki war brav. Zocki, gut gemacht. So. Ah, da haben wir noch... Da haben wir ordentlich Platz noch. Danke dir, Edda. Da haben wir noch ordentlich Platz. Ich hatte schon wieder Angst und Bange und Sorge, dass ich wieder mal vergessen haben könnte, unseren Schrott und unser gefundenes Zeug auszuleeren, zu horten. Jo. Finde das Mark 28 Atombomben-Geschichtel. Jawohl, Sesam, öffne dich. Wahrscheinlich sind hier tausendfach Ghule und so. Boah, die Tür hält, ne? So was hätte ich auch gern daheim. Bei der Tür kommt sicher kein Einbrecher mehr rein dann. Hallo! Da schaut's aber doch recht sicher aus, ha? Huh? Ja. Mei, jo, ich hab die auch so gern, Edda. Du bist so lieb und so nett und so hilfsbereit und überhaupt ist da ein Lift gewesen. Fall mir ja nicht runter, Edda. Da drüben war noch was komisch, ne? Was, miep, miep. Nix mit Alarm. Du hast da keinen Alarm schlagen, nur weil wir hier erinnern sind. Was haben wir denn da? Aha, Kacktür. Okay. Dann wieder rauf. Edda, tut mir leid, das war ein falscher Weg. So. Soll ich da die Tür zumachen? Geht das mal wieder zu? Nein. Damit es nicht im Weg ist, habe ich gedacht gehabt. So, jetzt sind wir hier lang. Rabdara. Da haben wir auch noch was. Weit und breit keine Gegner, ha? Das scheint ja einfach zu sein. Der gefährlichste Ort der Welt. Aha. Sie meint wahrscheinlich einfach nur das leuchtende Meer, wahrscheinlich. Oh, Licht. Entschuldigung. So. Da-da-dam-bam-ba-da-dam. Da-da-dam-dam-düdel-dü. Aha. Und wie geht's jetzt weiter nach unten? Ist da drüben ein Knopf? Weil die Tür ist doch aufgegangen. Ach, leck mich doch am allerwertesten. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist echt. Also wirklich, das ist sowas unglaublich. Das ist unfassbar. Ist das. Siehst du, die Edda kommt fast bei der Tür nicht vorbei. Tut mir leid, Edda, ich habe nur was geholt. Da ist ein Knopf, ne? Den ich nicht gesehen habe, wieder mal. Halt. Falsche Taste. Da ist weit und breit niemand. Da ist weniger als nix. Nicht einmal Schrot hat man da. Oh, unglaublich überwältigende Geschichte. Nett. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichte gefunden. Du erhältst plus 5 Strahlungsresistenz. Boah, das ist aber nett. Das ist aber nett. Ein Holoband. Langsam. Wächterplatz. Überbrückung der Sprengtüren. Fehler. Dieses Holoband kann nur in Sprengtürkontrollterminals des Wächterplatzes Prescott verwendet werden. Also, halt. So. Also. Nix da. Nix da. Mm-mm. Ein Terminal. Bist du sonst sowas? Kann man da rein? Jo. Ah, da haben wir wieder das Scheiß. Ich meine das Klo. Dann will ich da rein. Terminal. Sprengtürkontrolle. Sprengtür öffnen bitte. Status eingeleitet. Geschlossen. Erzwungene Sperre während des Starts. Ich will das öffnen. Aufmachen. Das ist Betrug, ist das. Frechheitserlindiger, das ist wieder typisch. Das ist wieder nicht. Das ist typisch. Typisch klumpert. Bestätigt.
Was? Bein beschädigt? Hör auf, Edda. Ich wollte nur schauen, ob es hier drüben was geben tut. Da, es lebt doch was? Wo? Was? Er hat gerade irgendwas erschossen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Aber hoffentlich bricht das nicht runter. War Glück gehabt. So. Hallo. Dann nehmen wir halt diesen Ventilator wieder mit. Ich glaube, das war doch wohl ein abgenutztes Klemmbrettele. Was haben wir noch Schönes? Eine Kaffeetasse. Kaffeetassen überleben alles. Also achtet gut auf eure Kaffeetasse. So, und hier jetzt? Öffnen. Wahrscheinlich dasselbe in grün. Natürlich. Ja, sicherlich. Freilich. Ja, dann gehen wir halt ganz runter. Ja. Da hat Edda irgendwas kaputt geschossen. Da hinten haben wir was. Oh, die ist sogar versperrt. Nein, ja, nein, ja. Perfekt. Das wär's. Jo. Eine geschickte Art, das Schloss zu umgehen. Die Edda ist echt der Hammer. Ah, bin ich froh, dass sie da ist. Unser Backeselchen. Lieblingsbackesel. So, technische Dokumente, das nehmen wir auch mit. Für den Fall, dass wir... Nein, nicht für den Fall. Ja doch, für den Fall, dass ich den Wissenschaftler nochmal anfinde. Ja. Bin ich da richtig? Ich denke schon, ne? Die Tür da hinten war eh kaputt. Leicht... Leichte Löcher, also leichter Emmentaler Verschnitt, diese Wand hier, ne? Schweizer Käse. Mit echten Löchern. So. Was haben wir da? Superkleber, Terpentin. Eine Zeitung. Nehmen wir auch mit. Ups. Jo, nehmen wir mit. Dann hier ein Terminal. Ja. Startsequenz abbrechen. Ei. Jo. Sauber, das heißt, bevor wir hier vielleicht weitergehen, oder sollten wir hier weitergehen? Ah, ein Lift. Ah ja. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal die paar Meter zurück. So. Beziehungsweise gibt es hier was für uns. Da ist eine Kiste. Jo. Nehmen wir gerne mit. La baram baram. Na, schau mal. Es war doch ein wilder Ghoul. Wie kommt denn der da rein? Na, der muss einfach zurückgeblieben sein, der arme Kerl. Als einziger überlebt wahrscheinlich. Was haben wir denn da gefunden? Das schaut aus wie eine Atombombe, oder? Wohlwütige Maulwurfsratte. Aha. Aha. Noch mehr wilde Ghule. Das war Edda. Die hat schon Vorarbeit geleistet. Lange grüne Lumpen der Kinder des Atoms. Au. Oh. Ach so, das war nicht Edda. Ach so. Ja, das ergibt natürlich wieder Sinn, ne? So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt muss ich ein Stückchen rauflaufen. Rauflaufen tun. Eigentlich kann ich komplett rauflaufen tun. Hier irgendwo gibt es ein Dürdel, ne? Nicht wahr? Da oben. Dab, dab, dab. Ah, ist sowieso automatisch schon offen. Ah, das ist schön. Automatisch. Abgenutztes Klemmbrett. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir denn da? Terminal. So, Band abspielen. Ja, bitte. Sprengtüren geöffnet. Hä? Mehr ist es nicht? Ich wollte doch das Band abspielen.
Okay. Klappt dann scheinbar nicht irgendwie. Und was wäre sonst noch gewesen? Kapselbeta, Startbericht. Beobachtungskapsel B, Bericht. Teststart Nummer 23. Beobachter Patrick Thorne. Die schlechten Neuigkeiten. Wir haben alle beim Test verwendete Mark 28 Einheiten irreparabel beschädigt. Super, du Idiot. Die guten Neuigkeiten, wir haben einen nahezu unerschöpflichen Vorrat im Munitionslager. Woher kriegen wir diese Dinger eigentlich? Ja. Hoffentlich sind sie nach wie vor. Ja, was soll's. Machen wir mal zu. Vielleicht geht jetzt das Band inaktiv. Aha. Also das Band abspielen, das will nicht zurecht, ne? No? Keine Ahnung, was mit dem Scheißband ist. Mit diesem Bandelein. Achso, die Tür wieder. Werden wir wieder gut aufmachen. Aber vielleicht. Ne. Das macht gar nichts. Keine Ahnung. Dann noch ein Stückchen weiter nach oben. Da haben wir die nächste kleine Kabine. Und die da. Hallo, Herr Doktor. So, Steamback, right away. Ein Bleistift, eine hübsche Vase. Ja, noch ein technisches Dokument. Gerne. Terminal. Vielleicht haben wir hier Glück. Vielleicht klappt es ja hier. So, Band abspielen. Ah, warte, Kapsel Alpha Startbericht. Machen wir das zuerst. Beobachtungskapsel A Bericht. Teststart Nummer 23. Beobachter Richard Elmsby. So, ne? Wir haben noch immer Probleme, die Mark 28 Atombomben in unseren vorhandenen Interkontinentalraketen zu integrieren. Hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass der Übergangskoppler nicht richtig einrastet. Ich werde mich an die Wartungsabteilung wenden, mal sehen, ob die was tun können. Ja, das sind schöne Aussichten, sind das hier. Ja, und geht hier was? Ach, hupf in Gatsch. Da. Hüpfe in die Gatsche. So, ja und jetzt, oder? Wo ist der Lagerraum? Ganz unten wahrscheinlich. Vielleicht mit dem Lift fahren. Warte mal kurz, ich bin eh schon ganz oben. Wir sind ganz oben, so muss ich sagen. Ja. Uns gibt es immer nur im Team. So, Liftelein. Achtung, der Lift wird betätigt. Bitte seien Sie vorsichtig. So. Ja, eine Kiste. Red X. Nehmen wir gerne mit. Und dann schauen wir mal. Oh, entschuldige, Edda. Du kommst dir gleich nach. So. Ich stehe mich ganz am Rand zur Tür. Nicht, dass sie noch im Lift spawnen tut. Dann komme ich hier keinen Meter mehr weiter. So. Jetzt sind wir wieder da. Das haben wir schon. Brav. Sehr brav. Jo. Dann müssen wir das Lager finden, würde ich sagen. Von da sind wir gekommen. Mhm. Dann würde ich sagen, hier geht's weiter. Also Blödsinn, hier geht's weiter, hier ist der Lift. Entschuldigung. Da unten, da draußen, hier irgendwo muss es tun, weitergehen. Naja, ich glaube da hinten, ne? Hüp. Psst. Leise, Edda. Falsch, Edda sage ich. Oh, Maulwurfsraunzen. Erste schon mal hin. Die zweite ist hin. Gibt's noch mehr? Legendäre Raunzen. Ah, so, ja. Schaf, Kampfrüstung, Harnisch. Plus ein Charisma und Intelligenz. Das hätte ich früher gebraucht. Intelligenz wurscht, ist egal. Aber trotzdem. Trotzdem. Wo sind die anderen hin? Cool, ja, Spielzeugauto. Okay, nehmen wir mit. Hä? Wurscht, weg ist er. So viele Ghule. Ach du Heilige. Aha. Oh, hallo. Hallo, 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 Hallöchen. Schuh. Na, Sitzplatz. Nachschlag. Nachschub.
Nö. Des Meisterschützen, Kampfflinte. Die Zeit wird beim Zielen für einen Augenblick verlangsamt. Oh, du bist gar nicht mal so schlecht, meine Lieben. Ja, das nehmen wir auch mit. Das auch. Noch was? Noch irgendwer? Da. Da. So. Servus. Brich bitte nicht ab. Sehr gut. Glück gehabt. So, hier lang, da lang. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal da lang. Ist das auch ein Atompümpchen? Ich glaube, ne? Okay, da hinten ist nichts versteckt. Nein. Nehmen wir den Kübel mit, also den Eimer. Na, da krabbelt er raus, ne? Wo kommst denn du her? Aha. Eine Marmusratte. Oh, hallo. Au. Mit der Wischen nicht einmal, verstehst? Nachladen wäre auch fein. Noch jemand? Hatte ich dich schon? Nein. So, ich nehme sicherheitshalber eine Leiche, was du nicht sagst. Aha, wieder eins von den Kindern des Atoms. Ah, jetzt scrollt die Edda an. Hi Edda, alles gut? Ich hoffe doch, dass die gut gehen tut. Soll man da, soll ich da wohin rein und so? Ja, geht. Achso, das ist nur die Ratte, ne? Hm. Okay. Vielleicht ist hier drin noch was. Zumindest geht's weiter. Aha. Dann haben hier doch einige, unter Anführungszeichen, überlebt. Das ist die Frage. Ob ich nochmal zurückgehen hätte sollen. Na, großartig. Wasser. Wie schön. Oh. So. Des Killers Radiumgewehr. Plus 10 Schaden, wenn du zielst. Aha. Patrönchen, Aluminiumdose. Und das nehmen wir auch gerne mit. Da schwimmt eine Hand. Ist auch eine Möglichkeit. Wilder Ghoul. Oh, servus. Servus. Gut, ja. Ein Ghoul ist ein Ghoul. Mahlzeit. Das müssen ja aber schlechte Zeiten sein. Schöpfkelle. Okay, das war's hier auch schon. Ich lade wieder nach. So, dann darüber drüber. Oder nochmal zurück. Wartet kurz bitte, meine Lieben. Ich gehe nochmal fix zurück. Da war ja nämlich noch ein Raum, ne? Halt. Bin ich hier richtig? Eigentlich schon, ne? Ah, da ist auch noch was. Ja. Da krabbelst du das letzte Mal, du Kerl. Du Grauslicher. Ein Bettelein, ja, das sehen wir. Ja, das nehmen wir gerne mit, nehmen wir mit. Das haben wir am Klo. Mhm. Ja, schau mal. Ein voller Spind. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Da hinten ist was versteckt. Okay. Nehmen wir gerne mit. Ja, wieso nicht? Alles gut. Eine Flasche. Du Flasche. So und so. Passt. Hier wollte ich zwar eigentlich nicht hin. Ova, wenn es schon mal da liegen tut, ne? So. Warte kurz. Laufen, 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 laufen. Ah, das ist der Raum. Ach so, okay. Na dann. Na, das ist ein anderer, oder? Siehst du, das ist ein anderer. Ich gebe mir Mühe, meine Gute. Das ist ein anderer Raum, das schaut nur ähnlich aus. Blutpaket, Sturmfeuerzeug. Fusionszellen.
Oha. Leiche. Wieder ein Atomkind. Da ist eine Holzkiste. Geht der? Nein. So, nein. Ach, Scheibendreck. Scheibendreck. So, jetzt ist gut. Wie schön. Wie schön. Ein Drum ist versteckt hier drin. Ein einziges. Ich wollte mich eigentlich ducken. In der Hoffnung, dass ich das krieg, was da noch war. Jo. Passt. Fertig, Summer. Endlich. So. Tap, tap, tap. So, und weiter. So. Dann müssen wir da lang. So. Boah, da geht's tief runter, ne? Servus. Ba-ba-da-ba-da. Ja. Hallöchen. Gibt es hier was umsonst? Nachgeladen. Jo, ist eigentlich. Kann man lassen. Zwei Schuss fehlen. Das macht nichts. So, das nehmen wir mit. Was, ja. Eine Tür. Ah, da hinten ist es schon, oder wie? Oder was? Oder wie, was, was? Was haben wir denn da? Ah, der Lift, glaube ich. Viel später. Den lasse ich mal runterfahren. Hier komme ich eh nicht rein, das heißt, ich muss da oben rein. Okay. Aha. Bruder Henry. Hallo. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Auch Kind von Atom. Keine Sorge, Bruder. Ich bin auch ein Kind von Atom. Ich gehöre einer Kirche im Norden an, dem Nukleus, nahe der Stadt Farhaber. Farhaber? Du hast Atoms heiligen Schleier gesehen. Aber du bist so weit gereist. Entschuldige bitte. Ich werde dich nicht daran hindern, deine Pilgerreise zu beenden. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Folge dem Leuchten. Es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atoms Glanz deine Seele wärmen. Das war ja einfach. Kennwort für Henrys Terminal. Okay. Hallo. Ma'am. Wow. Captain Tan Levis? Holoband. Hier spricht Captain Mitch Dunleavy, 132. Pionierkorps am Wächterplatz Prescott. Sämtliche Kommunikationswege sind unterbrochen. Und wir haben mehrere Feindannäherungen auf dem Radar. Wenn das eine Übung ist, brauchen wir umgehend Bestätigung. Zentrale, wir haben hier eine Menge nervöse Soldaten. Wenn das wirklich der Ernstfall ist, möchten Sie nach Hause zu Ihren Familien, bevor es zu spät ist. Einige der anrückenden Feinde kommen verdammt nah. Moment mal. Sie teilen sich auf mehrere Ziele auf. Verdammte Scheiße. Das war's, nicht wahr? Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Da unten ist ein Ghoul. Hallo, hallo. Was geht denn da ab? War es jetzt einer oder mehrere? Ein Leuchtender. Aha. Scheinbar nur einer. Ja, da wurden die hier wohl ein bisschen überrannt. So, dein Terminal. Da, Terminal. So, bitte Sesam öffne dich. Türsteuerung. Bitte Tür öffnen. Danke sehr. Ich bedanke mich. Es hat doch Vorteile, wenn man ein Kind des Atoms ist. Aha. Ja. War da. Halt. Das haben wir, ne? Ja. Edda. Es ist schön, ein Kind des Atoms zu sein in diesem Fall. So. Abgeschlossen. Aktiviert den Notrufsender. Der da? Kehre zu Proktor Ingram zurück. Ist das aktiviert?
Ja. Ich brauche nichts nochmal. Ich brauche nicht nochmal was drücken. Ja, das dürfte für den Optimus Prime, Liberty Prime reichen. Oh, der Schwede. Wie viele Bäumchen sind das? Die können jetzt das gesamte Commonwealth ausradieren. Das gesamte. Ja, das reicht fürs Erste. Gut, dass wir den Lift schon mal gerufen haben. Das brauchen wir nicht warten tun. Den Lastenlift. So. Das nehmen wir auch gerne mit. Und Knöpfe drücke. Ha. Hui. Edda wird wahrscheinlich auch gleich mitfahren. Gleich wird sie spawnen wahrscheinlich. Hui. Saubere Arbeit. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Da geht's raus. Das leuchtende Meer. Gott sei Dank können wir schnell reisen. Ich kann das nicht oft genug erwähnen. So. So, zum Flughafen. Jo. Bitte nicht das untere Portal wählen, da kommst du nämlich irgendwo hinten raus. Was? Ich meine... Ah ja, da kommt man dorthin, wo wir den einen mal verfolgt hatten, der dort irgendwo seine Ghule gefüttert hat, versucht hat zu füttern, wie so ein Haustier und so, ne? Ja. Weil er dachte, da sind noch Menschen im Kopf, im Geiste. Ja, leider nur äußerlich. Jo, na los. Lade, mein Freund. Mu. Sauer. Supi. Hallöchen. Jetzt, da wir die Informationen über das Institut haben, können wir sie verwenden, um die Oberhand zu nehmen. Ja, ja. So. Hallo. Entschuldigung, Dr. Ingram. Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Hm. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Dr. Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Okay, ist das wirklich sicher? Einen Weg, es herauszufinden. Es wird funktionieren. Zurücktreten. Ist das wirklich sicher? Du meinst wirklich, dass das sicher ist? Natürlich. Ich habe jede Verbindung und jeden Schaltkreis persönlich geprüft. Prime wird funktionieren. Proctor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Boah, danke. Also erst mit dem mal anklubschen. Schau mal dieses Riesenteil an. Und die Edda ist schon voll Feuer und Flamme. Aber was ist mit Kotzi? Ah, der ist einfach niedlich. Aber das ist ein Bild von einem Roboter, sagst du? Ja, da hat sie schon recht. Dann hoffen wir mal, dass der funktioniert, ne? Bam! Liberty Prime ist online. Ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lass ihm einen Augenblick. Er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission: die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele, alle rot-chinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung, Atomwaffen-Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Das ist cool. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen.
Fähigkeit, rot-chinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Alle Anzeigen sind auf Grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, jo. Es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Ich. Dass dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Okay. Energiekern. Ich weiß nicht. Das Institut wird untergehen. Er kommt nicht an. Das werden wir im nächsten Part machen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von Zuhören fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Ist da drin jemand? Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.